Also sozusagen begleiten, das heißt, ich nehme die Kinder an die Hand und bin jemand, der sie liebevoll mitnimmt und ihnen zeigt, ne, wie es vielleicht einfacher gehen kann. Mein Name ist Andrea Bauer und ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, die sind 8 und 10 Jahre alt. Und ich habe vorher im Marketingbereich gearbeitet, also eine ganz andere Richtung. Und ja, also ich muss sagen, ich habe irgendwie gemerkt, so die richtige Erfüllung ist das auch. Dann habe ich eine Fortbildung auch gemacht als Entspannungspädagogin und habe dann auch Kinder-Yoga noch mit dazu genommen und mache jetzt eigentlich so Kinder-Yoga-Kurse und das macht total viel Spaß. Ja, und irgendwie wollte ich das jetzt noch so erweitern, weil ich so merke, man kann also an verschiedenen Stellen noch anknüpfen und das Ganze noch erweitern und bin dann eigentlich jetzt auf dieses IPE Kindercoaching gekommen. Ja, das ist natürlich das A und O, dass man das selber bei sich spürt und selber die Erfahrung damit macht und selber bei sich sieht, was das bewirkt. Ne? Und dann ist man natürlich von der Methode auch so überzeugt und kann das natürlich dann dementsprechend auch mit den Kindern ganz anders umsetzen. Ne? Man weiß dann auch, weil man das selber erfahren hat und selber bei sich auch erlebt hat, was jetzt genau für das Kind in dem Moment passend ist und richtig ist. Ich gehe dahin und freue mich auf den Tag und ja, ich weiß ja, was mich erwartet und gut, Daniel ist halt ja auch ein ganz toller Trainer, ne? Also es ist halt einfach immer auch eine positive Stimmung da und man fühlt sich wohl und ne, er kriegt es ja auch sehr gut hin, dass die Gruppe eine Gruppe ist. Und das ist ja auch total wichtig, ne? Und der Ort, da wo ich bin, will ich mich ja wohlfühlen und das hat er als Trainer ja wirklich auch immer gut hingekommen, ne? Dass es auch Spaß macht.